Bundestagswahl am 22. September. Die NPD vor dem Schweriner Schloss hier. Wunderschöner, strahlender blauer Himmel heute Morgen. Und wir stehen hier, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben große Verteilaktionen durchgeführt, machen Bürgeraufklärung und bitten alle Landsleute zur Wahl zu gehen und die einzigste nationale Oppositionspartei in Deutschland zu wählen. Wir wissen ganz genau, dass wir der Stachel im Fleisch der Etablierten sind. Und weil wir so radikal sagen, was wir wollen, deswegen sind wir Gegenstand von Hetze und von Verbotsgeschrei. Liebe Landsleute, ich bin aber sicher, dass wir in 14 Tagen bei der Bundestagswahl wieder unsere treuen Wähler, Anhänger und unsere Wählerschaft motivieren können, zur Wahlurne zu gehen und ihre, guten Morgen, grüß dich, und ihre Stimme an dem Platz zu machen, wo sie hingehört, bei der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Mit einem kleinen Schreck sind heute offensichtlich die Abgeordneten der etablierten Parteien hier in das Schloss eingezogen und mussten mit Verwunderung feststellen, dass der NPD-Kreisverband Westmecklenburg sich zu einer kleinen Kundgebung schon in aller morgendlichen Frühe aufgemacht hat und sich vorm Schweriner Schloss versammelt hat. Wir begrüßten die Abgeordneten der herrschenden Parteien mit dem etwas sarkastischen Ruf Edge, immer noch nicht verboten, und wollen darauf hinweisen, dass ihr Verbotswahn den besonders auch von Abgeordneten hier aus Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat vorangetriebene Verbotsdebatte bis heute keine Früchte trägt. Wir freuen uns, dass wir diesen Herrschaften einmal ins Gesicht lachen konnten und hatten eine angenehme, schöne Kundgebung hier vom Schweriner Schloss.